Schaust du Netflix? Serien? Staffel 1, 2, 3, 4? Das kennst du, oder? Wenn du Staffel 1 verpasst, was passiert dann mit den Staffeln 2, 3, 4? Genau, du verstehst sie nicht. Was in diesen Staffeln wunderbar gemacht wird, es werden Geschichten erzählt. Wir möchten dich heute gerne zu einer Geschichte einladen. Eine Geschichte, warum in der Finanzindustrie leider tagtäglich genau das passiert. Stell dir vor, auf diesem wunderbaren blauen Planeten entdeckst du ein Land mit 80 Millionen Einwohnern. In diesem Land braucht keiner einen Führerschein, um Auto zu fahren. Aber alle fahren Auto. Was glaubst du, wird passieren? Richtig, es kommt zu Unfällen. Und was hat es jetzt mit dem Thema Finanzen zu tun? Naja, schaut man sich die Finanzdienstleistungen heute aus wissenschaftlicher Sicht an, fällt leider sehr, sehr schnell auf, dass die wenigsten Finanzdienstleister einen Führerschein haben. Immer wieder kommt es deswegen zu Unfällen. Wissenschaft hat mit Glauben und Hoffnung leider nichts zu tun. Im Prinzip gibt es zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite steht die intransparente Industrie, der Finanzberater von nebenan, der dir auch noch heute Glauben machen will, seine Produkte seien ja ganz klar die allerbesten. Und auf der anderen Seite stehen gleich mehrere Generationen von Denkern, Forschern und Nobelpreisträgern, die über viele, viele Jahre erforscht haben, wie Kapitalmärkte und das Weltwirtschaftssystem eigentlich funktionieren. Das Spiel ist eigentlich ganz einfach. Schon seit den 60er Jahren erforscht man sehr genau, worauf es bei den eigenen Finanzen eigentlich wirklich ankommt. Nur leider sagt es dir keiner. Die meisten Menschen lassen sich deswegen noch von künstlicher Komplexität anlocken, wie die Waschbären von einem Honigtopf. Denn wenn es keiner kapiert, muss es ja gut sein. Sie lassen sich massiv die Butter vom Brot nehmen, weil sie de facto keine Ahnung haben. Wenn du dir nun überlegst, dass die letzten Jahre Computer und unfassbare Technologien mit sich gebracht haben, dann kannst du dir vorstellen, dass die Wissenschaft im Jahre 2021 sehr, sehr genau versteht, worauf es bei den Themen Absicherung, Anlegen und Vorsorge wirklich ankommt. Heute weiß man ganz genau, was man tun muss und vor allem eben nicht tun darf, um finanziell erfolgreich zu werden. Und genau das ist es, was uns antreibt. Forschung in eine Sprache übersetzen, die endlich jeder versteht. Das Geheimnis ist, dass es am Ende kein Geheimnis gibt. Wenn auch du an einer wissenschaftlichen und hochdigitalen Finanzberatung interessiert bist, abseits von Mainstream und leeren Versprechungen, dann melde dich jetzt gerne für ein kostenloses Strategiegespräch an. Ein Berater unseres Teams wird sich dann bei dir melden, um herauszufinden, wo deine Chancen und Risiken liegen. Wenn du bereits Finanzprodukte hast, bringen wir sie gerne für dich in unseren unverbindlichen Produkt-TÜV. Denn wir sind Staffel 1. Wenn du uns verpasst, verstehst du leider alles andere nicht.